Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Und ich habe mich gerade spontan umentschieden, um nur wieder zu blöd zum Sprechen. Was zur Hölle geht der ab? Wieso? Wer kloppt sich da mit wem? Ich hatte ja überlegt, ob ich nicht vielleicht einmal eine kleine Runde rausschneide, um schon mal zum nächsten Missionsziel zu laufen. Ich habe mich dagegen entschieden, ich möchte erst noch hier, wenn ich doch gerade schon mal hier bin, mir die Feste zurückholen. So. Ach, ich sehe, ich bin hier schon bei der Mission. Okay. Dann hat sich das ja auch erledigt. Hauptmann finden. Dazu würde ich gerne irgendwo hochklettern. Scheiße. Das war auch wieder selten dämlich. Aufstehen, Ezio. Und der nächste auch gleich mit. Gibt den Stoff aus dem Heldensitz. Und dann gibt es noch den aus dem Irrsack. Ist das Problem? Hört doch mal auf mich zu schießen. Ach, zwei Hauptmänner. Ich hab grad geblockt, ja, gehört. Danke. So. Nur noch das Gebäude anzünden. Welches denn? Da hinten ist es. Jetzt klingt nur noch das Gebäude anzünden. Welches überhaupt? Zünden wir sie einfach alle an. Wobei es schon ein fairer Deal ist, wie ich finde. Ne? Man tötet den Hauptmann, zündet oben ein Feuerchen im Turm an und schon sagt die Templer, okay, wir gehen wieder. Ist doch nett. Ich wollte gerade übrigens ernsthaft runterspringen, ohne den Turm anzuzünden und den Aussichtsturm zu holen. Oh, ein Schiff. Hm. Neue Rekruten. Alles Sachen, die ich gerne sehe. Und ich glaube, den Rekruten hole ich jetzt noch. Wenn wir schon dabei sind. Okay, das war anders gedacht. Aber hey. Ein Spruch erhält sich für die Bergziege. Weg da, weg da. Hier steht mir allesamt im Weg. Weg. Hey, Schnabel halten. Kostet ein bisschen Geld dafür. Was ich doch gleich wieder klaue. Bitte, tut hier und schon wieder falle ich. Muss weg hier. Ihr seid doch hier. So, und einmal sprechen. Hallo, ihr da. Könnt ihr mir helfen? Wo liegt das Problem, Amico? Es gibt eine Verrückte in diesem Bezirk, die Leute mit kleinen Silbermünzen verflucht. Verflucht? Naja, nicht direkt verflucht. Es sind byzantinische Münzen. Sie steckt sie einem in die Tasche, wenn man nicht aufpasst. Und ich finde das gar nicht lustig. Wo ist das Problem daran? Behaltet euer Beinkleid an. Ich sehe mal nach. Ja. Seid extrem vorsichtig, wenn ihr Steine und Marmor auf Wir suchen jemanden. Na, hier war sie wohl schon. Finde ich ganz praktisch eigentlich, dass man so genau alles sieht. Du bist verdächtig davon. Du entwischt mir nicht. Wache! Hermann, halt! Scheiße. Oh. Ein hübscher Trick, Männern wertlose Münzen in die Hose zu stecken. Wurdet ihr denn nie erwischt? Nicht einmal. Obwohl ich auch ab und zu Geld genommen habe. Aber nur, wenn ich hungrig war. Es gibt bessere Anwendungen für diesen Trick. Kämpft für die Assassinen. Kämpft für die gute Sache. Nun, es wäre schön, Teil von etwas Größerem zu sein. Yvette, ich werde an eurer Seite kämpfen. Sehr schön. Was in Gottes Namen hat euch? Dann kümmern wir uns jetzt auch endlich um die anliegende Mission. So, aber noch eine neue Assassinin. Ist das irgendwie so weibliche Form? Keine Ahnung. Ein neues Mitglied für die Bruderschaft der Assassinen. So. Wo muss ich denn hin? Bin ich hier überhaupt? Mir Kader, das Schicksal hat uns zusammengeführt.
zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere, aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Umcane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Cazzo hatte noch 6 andere. Kirdovenia. Also was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, che seccatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Duccio, die alte Sau. Ja, ich erinnere mich wieder. Schon wieder zwischendurch vergessen, dass es den gab. Ich erinnere mich noch genau, es gibt nämlich einen Erfolg im Spiel. Wenn man Duccio nochmal... Irgendwo steht der rum. Ich weiß gerade selbst nicht genau wo, aber er steht irgendwo und wenn man ihn nochmal findet und verprügelt, dann kriegt man einen Erfolg freigeschaltet. Ist das schlau? Ich scheiß doch eher auf 100%, also notfalls würde ich sagen, kämpfe ich. Wird schon gehen. So. Wo muss ich denn was suchen? Okay. Eine Wache auf dem ganzen Schiff? Er scheint mir etwas wenig. Nicht. Wo sind denn die Papiere, die ich suche? Jo, stimmt's. Sophia Sator. Perfetto. Okay, das hat schon mal nicht so geklappt, wie es sollte. Sie ist unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder fliehen. Ja, und natürlich musste mich der letzte Typ sehen. Aber fast, ja, es hat fast geklappt. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich jag sie nicht in die Luft. Ausnahmsweise. Und wieder auf die Dächer. Die guten alten Dächer, seit Assassin's Creed 1 unsere Freunde. Wenn es nicht so verflucht anstrengend wäre, über die Dächer zu laufen, könnte man das eigentlich auch im Real Life gerne mal machen. Es ist deutlich schneller in manchen Fällen. Nur, wie gesagt, sau anstrengend. Und ich glaube nicht, dass die Leute sowas gern sehen würden. Da hat man plötzlich auch die Bullen am Arsch. Gut zugegeben, die würden nicht direkt versuchen, dich umzubringen, so wie hier die ganzen verrückten Spackos, die rumrennen, aber trotzdem muss ja nicht sein. Langsam kriege ich raus, wie man diese verdammte Hakenklinge benutzen muss. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich habe doch nichts getan. Ich bin nur auf den Dächern rumgeklettert. Wie weit ist das bitte zu ihrem Laden? Wo ich gerade hier bin, könnte man eigentlich ja mal die Rauchbomben wieder auffrischen, ne? Da habe ich doch ein paar von verbraten. Kann man sogar alle auffrischen. Das ist schön. Das ist schön. Assassinen losschicken. Na, lass mal gucken. Ich habe auch keine Lust, die loszuschicken.
Assassin, wie steht's denn so? Aufrüsten muss ich dir auch. Ja, komm, hier, Kampf, nimmst du den. Ja. So, und dann auch Rüstung. Ja. Wenn beides, dann beides. Ach komm, es muss ja sein. Alexandria, was haben wir da Schönes? Hier auf Reisen gehen, was haben wir da? Machst du direkt mal... Ach stimmt, hier haben die ja alle unterschiedliche Waffen auch. Ich erinnere mich. Das war ja etwas schwierig manchmal, weil man für bestimmte Missionen dann auch bestimmte Waffen brauchte. Und das wieso? Wie ich das schaffe. Schaffst du auch. Waffen stehlen. Schafft ihr doch bestimmt auch zusammen. Da schicke ich euch einfach alle los und fertig. Es geht mir nur um die Erfahrungspunkte. Wo geht's lang? Und wie weit ist das noch? Verdammte Axt, wie weit... Wo zur Hölle bin ich und... Ah, ich bin da. Okay. Das ist gut zu wissen. Salute, Ezio. Glück gehabt? Madame Miguela Sofia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, no? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergebt mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sofia. Ich komme zurück. Vespucci, der Name fiel doch gerade. Den habe ich doch schon mal in einem anderen Assassin's Creed Teil gehört. Aber in welchem, vor allem in welcher Verbindung? Das weiß ich jetzt auch nicht. Vespucci. Ich glaube, das war Assassin's Creed 2. Trotzdem keine Ahnung, woher der Name kam. Naja, ich sehe wieder einen Rekruten und eigentlich könnte man sich den doch direkt mal... Oh, es ist ein einfacher Rekrut. Ist schon wieder eine Frau, wa? Ich glaube, wir werden eine sehr weibliche Bruderschaft aufbauen. Naja, was soll's. Ich hole mir ja nur die, die gerade auf dem Weg liegen. So. Kämpft für eine ehrenvolle Sache, Arkadaşim. Nicht nur ums Überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir geholfen habt, dann könnt ihr auf mich zählen. Ja, das sollte machbar sein. So, dann nehmen wir doch jetzt hier direkt noch den Herold wieder mit. Und Wohlstand. Erkennt hey du, Schnauze. Guter Gott, noch ein... Und direkt weiter. Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus. Ich hab doch gar nichts gemacht. Entspann dich. So, jetzt gibt es immer bestimmte Orte, zu denen wir müssen, auch wenn ich gerade genau weiß, wo der hier sein soll.
Jetzt sind wir nicht da oben. Oh Gott. Jetzt darf ich den scheiß Turm hier hochklettern. Warum? Das muss doch nicht sein. Naja, wobei gut, von diesen Türmen aus hat man natürlich eine super Aussicht. Und die werden wir brauchen, wenn wir ein Buch finden wollen. Warum man dafür Aussicht braucht? Weil es irgendwo auf diesem Platz ist. Ist das nicht sogar diese komische Kirche da, diese Hagia Sophia? Irgendwo hier in der Nähe gibt es dieses verdammte Buch, was wir suchen, und es hilft da ein bisschen weiter oben zu stehen und zu suchen. Schöne Aussicht. Ja, ganz nett hier. Noch weiter oben. Was soll ich denn da hin? Achso, ganz oben auf dem Turm. Was spinnst du, Ezio? Ich habe schon bei Hathem und Connor gedacht, die hat nur einen Schuss in der Birne, dass sie das machen. Insgesamt 1 Kilometer klettern. Yay. So, Zeichen und Symbole, Teil 1. Buch finden. Oh ne, mein Adlerauge. Und untersuche diese Örtchen. Da nicht. Da. Versuche ich das, was ich gerade im Kopf habe? Ich tue es. No! Davon abgesehen, dass du jetzt trotzdem tot sein müsstest. Ich wollte einen Fallschirm benutzen. Hey. Benutzen. Doch plötzlich sah ich etwas auf der Karte, was meine Aufmerksamkeit erfordert. Und scheinbar ist es ziemlich weit oben. Ziemlich weit oben. 30 Animus-Fragmente. Naja. Kann ja nicht so lange dauern, die zu finden, oder? Ich will's hoffen. Wir haben ja jetzt bisher 6 oder 7, glaube ich, unterwegs gefunden. Das reicht sowieso noch nicht für eine neue Mission. Es müssten mindestens 10 Stück gewesen sein. Und sogar 15 für die nächste. Komm, hoch da. Lass mich raten. Ganz oben auf dem verdammten Turm. Natürlich ganz oben. Wo denn auch sonst? Hey, ich kann es wenigstens nochmal mit dem Fallschirm probieren, wenn ich schon hier oben stehe. Die sind ein bisschen komisch aus. 8 Stück. So. Wieder Base Jumping oder Fallschirm? Base Jumping. Weißt du, Ezio, irgendwann landest du mal daneben, ja? Und dann bist du Matsch. Ist schon so eine Sache, ne? Eigentlich. Ich meine, es ist der schnellste Weg nach unten, den man gehen kann. Da stimme ich ja zu, aber trotzdem. Wenn du einfach einmal daneben landest, dann bist du sowas von im Arsch. Das dachte ich mir schon in Assassin's Creed 2, wenn man in Venedig da von diesem verdammten Turm springen konnte. Auf dem großen Platz. Ich habe gerade vergessen, wie der hieß. Vor dem Dogenpalast. Glückwunsch, Ezio. Es ist ein Buch. Die Gesandtschaft von Konstantinopel. Ja. Ah, ich sehe noch einen. Ja, und Punktlandung. Sehr schön. Verzögerungshülse und Papier erased. 9 von 100. Naja, 9 von 30. Mehr als 30 will ich, glaube ich, echt nicht sammeln. Aber ist im Grunde auch nur der Ersatz für die Federn, die es vorher gab. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Morgen dann, ja, weiter mit der Altair, nicht mit der Altair-Mission, erstmal mit der Findungsmission für Altairs Schlüssel. Bis dann.
Ciao.